Kann sich das mein Kunde wirklich leisten? Warum du weder für das Bankkonto noch für die Ergebnisse deiner Kunden verantwortlich bist, sondern ausschließlich für deine Expertise und Leistung. Genau darüber sprechen wir jetzt in der Episode 224 von Status ausgebucht. Bist du bereit für deinen Sprung in die Expertenliga? Bereit, dich neu zu erfinden und zum begehrten Experten zu werden? Dann bist du hier richtig. Hier startet deine Reise zum Status ausgebucht und ich, Martina Fuchs, versorge dich jetzt mit meinen besten Strategien und Tipps aus 25 Jahren Marketing und Medien für dein hochprofitables Expertenbusiness. Also, let's go! Wenn es um Preisgestaltung geht und die Entwicklung von Hochpreisangeboten oder um das Erhöhen deiner Honorarsätze und Preise, ja, da kommt manchmal gern die Frage, kann sich das denn mein Kunde wirklich leisten? Oder was, wenn mein Kunde so viel Geld investiert und dann aber nicht die Ergebnisse erzielt, die er erzielen möchte und sich wünscht? Wie gehe ich damit um oder was mache ich dann, sollte dieser Fall wirklich eintreten? Fragen sich übrigens meistens ausschließlich Experten mit Substanz. Zwei gute Fragen, die ich heute kurz und knackig hier einmal beantworten möchte, ja, um sie damit final mal vom Tisch zu bringen. Beginnen wir mit Punkt Nummer 1, mit der Preisgestaltung. Deine Preise und Honorare sollten sich niemals daran orientieren, was du glaubst, dass sich dein Kunde leisten kann oder will. Denn zum einen hast du ja überhaupt keine Bankvollmacht und somit absolut keinen blassen Schimmer darüber, wie viel Geld dein Kunde wirklich besitzt. Und zweitens weißt du vor allen Dingen nicht, wie wertvoll deinem Kunden dein Wissen ist und das damit verbundene Resultat. Denn schließlich bucht er dich als Experte in erster Linie nicht nur wegen deiner Expertise, sondern in der Regel kauft er nämlich völlig anders etwas anderes bei dir ein, was den wenigsten aber vordergründig wirklich bewusst ist. Weil wenn ich diese Frage meinen Kunden stelle, was kauft dein Kunde wirklich bei dir, erscheint meistens ein Fragezeichen bzw. sie nennen mir ihre typischen Angebote. Aber dein Kunde kauft bei dir nicht nur deine Expertise, sondern in erster Linie kauft ein Kunde bei uns Zeit, Geld und ein Status-Upgrade. Also Resultate und Outcomes, die er auf einer emotionalen Ebene auch mit deiner Expertise verbindet. Und dies kann einem Kunden sehr, sehr viel mehr wert sein, als du es dir persönlich vielleicht aktuell vorstellen kannst. Und nochmals zum Thema Bankkonto. Hier mal eine kleine Anekdote, denn in meinem persönlichen Umfeld gibt es eine Bankerin, die äußerst erfolgreich eine Bankfiliale leitet hier in München und somit sehr, sehr, sehr genau über die Kontostände ihrer Kunden natürlich Bescheid weiß. Und in einem unserer Gespräche ging es mal darum, dass eben das Auftreten eines Kunden keinesfalls den echten Kontostand widerspiegeln muss, was ja oft gerne damit gleichgesetzt ist, in welcher Klamotte oder in welchem Styling und mit welchen Accessoires und teuren Handtaschen und Uhren da jemand durch die Gegend rauscht. Denn einer ihrer reichsten Kunden war ein Mann, der in extrem abgetragenen Second-Hand-Klamotten durch die Welt marschiert ist, meistens flankiert von einer uralten Plastiktüte und einem eher ungepflegten Äußeren. Und der war, wie gesagt, einer der wohlhabendsten, im wahrsten Sinne reichsten Kunden, die diese Bank hatte. Und es gibt genügend Kunden da draußen oder Bankkunden, die eben mehr Schein als Sein sind. Das sind die, eine dicke Rolex haben, fetten Porsche vor der Tür, aber letztlich oft einen dünnen Cashflow in der Tasche haben, beziehungsweise es gibt den schönen Spruch, ist ja alles nur geleast. Also, somit sollten wir uns unbedingt davon freimachen, unsere Preise nach dem zu gestalten, was wir glauben, dass ein Kunde zahlen kann oder vielleicht wie er uns auf den ersten Blick erscheint. Denn das kann trügerisch sein. Also dieses Bild kann einfach trügerisch sein. Also deine Honorare sollten nicht die Sorge darum tragen, ob ein Kunde sich das leisten kann oder will, sondern deine Honorare sollten den Wert deiner Expertise und den damit verbundenen Resultaten widerspiegeln. Und natürlich muss das Inhalt des Angebots entsprechend dem Preis gestaltet sein, beziehungsweise umgekehrt, der Preis muss dem Inhalt des Angebots gerecht werden. Möchtest du dich gerne im Premium- und Hochpreissegment als führender Experte, Expertin etablieren und deinem Expertenbusiness den Status ausgebucht verleihen in diesem Jahr? Ja, dann bist du hier bei mir richtig. Denn
Mit der von mir entwickelten Expert Branding Matrix habe ich eine erfolgserprobte Methode für dich, die dir in nur 5 Schritten den Weg vom Undercover Champion zum ausgebuchten Top-Experten zeigt und nahezu magnetisch für volle Auftragsbücher sorgt. Also wenn du dieses Jahr diese Lücke zwischen Umsatz und Expertise schließen möchtest, ja, dann buch jetzt deinen Strategie-Call mit mir, um gemeinsam deine Roadmap zum Erfolg zu planen. Am besten einfach bei martina-fuchs.com/Termin deinen Wunschtermin buchen. Ja, und dann geht's los. Also, und jetzt zurück zur Show. Das führt mich zum zweiten Punkt. In Sachen, bin ich denn für die Ergebnisse meiner Kunden verantwortlich? Und hier lautet meine klare Antwort nein. Denn ich sage immer so schön, ich kann meine Kunden nicht zum Jagen tragen. Was meine ich damit? Dass ich ihnen zwar meine gesamte Expertise aus über 25 Jahren Marketing und Medien mit an die Hand geben kann. Ich kann gemeinsam mit ihnen ihr perfektes Expert-Branding entwickeln, ihre Expertenpositionierung super scharf erarbeiten, Methoden und neue Angebote entwickeln, die ihnen zu einem super hochprofitablen Expertenbusiness mit Status ausgebucht verhelfen. Aber, und das ist jetzt super entscheidend, umsetzen, tun, in die Handlung gehen, das müssen sie selbst, denn ich bin weder ihr Kindermädchen noch ihre Jägerin. Wenn sie also aus dem gemeinsam erarbeiteten Input, den wir da an einem Tag oder über einen längeren Zeitraum gemeinsam erarbeiten, wenn sie daraus nichts machen oder nicht das rausholen aus zum Beispiel meinem digitalen Hybridmodell Status ausgebucht, aus meinem Gruppenprogramm, was da drin steckt, dann liegt das in ihrer eigenen Verantwortung. Und das ist ja oft genau die Krux, eben auch bei vielen Online-Kursen oder digitalen Programmen oder Gruppenprogrammen, dass Teilnehmer und Kunden am Anfang kaufen, begeistert dabei sind und dann, wenn sie feststellen, dass es auch noch arbeiten heißt, also sprich, dass ich natürlich auch was tun muss, um diesen Erfolg zu erzielen, ja, dann kann es natürlich passieren, dass sie auf einmal vielleicht die Lust verlieren oder wenn was anderes Glitzerndes am Wegesrand aufploppt, das schnellen, leichten, reichen Erfolg verspricht, ja, dass sie dann wieder abbiegen und sich das nächste hoffnungsvolle Programm kaufen, um eben doch noch möglichst ohne viel zu viel Anstrengung sozusagen zum gewünschten Ergebnis zu kommen. Und schon sind sie weg. Dazu zählen auch übrigens die Kandidaten, kenne ich schon, weiß ich schon. Tja, aber jetzt lautet die entscheidende Frage an diese Person, machst du es denn dann auch, wenn du es schon kennst und weißt? Und hier würde ich mal sagen, müssen 80%, vielleicht sogar 90% die Segel streichen. Also, wenn hier in einem dieser Fälle über den Experten oder ein Programm gemosert wird, dann empfehle ich den Blick in den Spiegel und die entscheidende Frage an diese Person, hast du deine Hausaufgaben gemacht und auch wirklich alles umgesetzt, was du erarbeitet hast oder was du von diesem Experten bekommen hast oder was vielleicht in dem Kurs für dich drin steckt? Und wenn dann die Antwort Nein lautet, ja, dann muss ich die Person wirklich an der eigenen Nase fassen. Also bitte, lass du dich hier niemals verunsichern. Dein persönlicher, ausschließlicher Job als Experte, als Expertin ist es, dein absolut Bestes zu geben, was dir möglich ist, hervorragende Expertise zu bieten und gute Leistung zu bringen, deine Kunden wirklich top zu beraten oder zu coachen. Ja, und deine Expertise immer auf dem neuesten Stand zu halten. Was deine Kunden dann letztlich daraus machen, das liegt dann nicht mehr in deinen Händen. Das musst du loslassen, denn das liegt allein in ihrer eigenen Verantwortung. Ich bin übrigens sehr neugierig, wie du das siehst. Teil übrigens auch gerne diese Episode auf Social Media, weil ich weiß, dass diese Fragen wirklich viele draußen bewegen. Ja, und du kannst natürlich auch gerne dazu mit mir auf Social Media diskutieren. Schick mir einfach eine DM auf Instagram oder Facebook und teile mal gerne deine Meinung dazu. Ja, und jetzt viel Spaß generell bei deiner Honorar- und Preisgestaltung. Und wenn du wissen möchtest, wie du dich als führende Expertin im Hochpreissegment mit deinem Expertenbusiness etablieren kannst, ja, dann buche jetzt ganz einfach deinen Termin mit mir. Den Link zum Kalender sowie alle weiteren Infos gibt es auch direkt in den Shownotes unter martina-fuchs.com/224. Ja, und jetzt wie immer, du weißt, smart sein, geschmeidig bleiben und feiere die Erfolge, die du verdienst, mit einem herzlichen Servus aus dem Fox Castle zu dir, Martina.
Vielen, vielen Dank für dein Ohr und deine Zeit. Hat dir die Episode gefallen? Dann verbinde dich doch mit mir auf Instagram unter martinafuchs.official findest du mich. Hier kannst du mir direkt dein Feedback oder eine Frage als Direct Message hinterlassen und ich antworte dir wirklich gerne. Und hey, wenn du Lust hast, mach doch einen Screenshot von dieser Episode und teile sie in deiner Insta-Story, damit noch mehr davon profitieren können. Du weißt ja, sharing is caring. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür und ich freue mich schon auf dich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören und sprechen. Und bis dahin, lass es dir so richtig gut gehen.